Wenn ich eines gelernt habe in den letzten Monaten, dann das. Wenn mir wer im Weg steht, dann bin immer ich das. Niemand anderer steht mir im Weg, nur ich. Ein Beispiel, wenn ich enttäuscht bin, weil irgendwas, was ich haben wollte, was ich sein wollte, was passieren sollte, noch nicht da ist, dann habe ich immer die Wahl zu sagen, oh, es ist noch nicht da. Oder ich werde schlecht gelaunt, weil es noch nicht da ist. So einfach ist das eigentlich. Wenn ich schlecht gelaunt werde, weil es noch nicht da ist, dauert es einfach noch so viel länger, bis es da ist. Einfach deswegen, weil ich in dieser Zeit mit meiner schlechten Laune umgehen muss und immer mehr von dem anziehe, was ich nicht will. Wenn ich dagegen sage, es ist noch nicht da, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wann es da sein wird. Ha, ich fühle mich jetzt gut. Kommt total schnell. Ja, so die Einzige, die mir im Weg steht, bin ich. Und das ist was, was zum Glück beiträgt. Weil das Glück machen wir selbst. Und das lernt Pia in Pia und das Glück. Die hat natürlich das Glück, dass sie Petunia trifft. Das erfahrt ihr im Buch. Aber ihr könnt das jetzt schon tun, indem ihr euch nicht mehr erzählt, dass etwas nicht da ist, sondern noch nicht.